Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Kasteller Rampenstraße nahe der Theodor-Heuss-Brücke in Kastell. Ja, ob Bauernprotest, Demo gegen rechts, der GDL-Streik, der Deutschland auch über Tage lahmgelegt hat. Ja, im Moment feiern Streiks und Proteste Hochkonjunktur. Heute ist Verdi dran. Verdi hat aufgerufen, die kommunalen Verkehrsunternehmen streiken, die Beschäftigten dort. Rund 8000 werden hier gleich an der Theodor-Heuss-Brücke an diesem Protestzug teilnehmen, an der Kundgebung. Und ja, es sind die Hessen dabei, es sind die Rheinland-Pfälzer dabei und auch die aus dem Saarland. Und ja, wir werden hier auch gleich von der Brücke berichten, aber wir, das sind meine Kollegin Andrea Zaschka. Hallo Andrea. Hallo. Und ja, wir geben Ihnen jetzt gleich so ein bisschen einen Einblick, was ist denn heute hier in Wiesbaden passiert und was wird hier noch passieren, bevor wir dann auch gleich mit Herrn Koppel sprechen von Verdi, der hier auch der Verhandlungsführer in Hessen ist. Vorher aber, Andrea, was war denn in Mainz los, die Theodor-Heuss-Brücke, die wir hier leider noch nicht ganz so sehen können, dafür die vielen Streikende, ist dicht im Zuge dieses Protests. Was hatte das denn auf Mainz für Auswirkungen? Ja, also ich sag mal erstmal keine schwerwiegenden bisher. Es ist so, dass die Brücke jetzt seit 8 Uhr gesperrt ist. Das heißt, die Autos können einfach gar nicht auf die Brücke drauf fahren und werden daran vorbeigeleitet. Aber ein großes Verkehrschaos ist ausgeblieben laut der Polizei in Mainz. Es gab jetzt eben einen leichten Rückstau von den Fahrzeugen, die aus der Neustadt gekommen sind, weil da eben auch noch eine Baustelle ist, wodurch nur einspurig befahren werden kann. Also da war ein leichter Stau. Auch Google Maps hat zum Beispiel angezeigt, dass es da die ein oder andere Verzögerung gibt. Aber es war jetzt wirklich kein großes Verkehrschaos. Was noch zusätzlich ein bisschen den Verkehr aufgehalten hat, war die Versammlung von Verdi auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Und da waren sehr viele Reisebusse, die die ganzen Streikenden natürlich hierher gebracht haben. Und dadurch gab es da auch ein bisschen Probleme durchzukommen für die Autos auf der großen Bleiche. Aber das sollte sich jetzt auch gelegt haben. Ja, auch in Wiesbaden haben sich die Einschränkungen in Grenzen gehalten. Es war ja auch lange vorher angekündigt. Das Busunternehmen SW Verkehr, der Mobilitätsdienstleister in Wiesbaden, es wird eben nicht auch bestreikt. Das war aber auch vorher abzusehen. Ja, im Individualverkehr, die Einschränkungen halten sich ebenfalls in Grenzen. Klar, die Theodor-Heuss-Brücke ist zu, aber der Kasteller Hochkreisel ist weiterhin befahrbar, nur eben nicht nach Mainz rüber. Das bedeutet, dass sich auch kein Rückstau in AKK bildet. Die Straßen waren relativ frei. Das gilt auch für die Innenstadt. Ja, in Wiesbaden waren die Einfallstraßen in den Morgenstunden natürlich auch etwas verstopft, das hat zumindest Google Maps gesagt, aber das ist ja in der hessischen Landeshauptstadt auch eben keine Seltenheit und das ist nicht unbedingt auf den Streik zurückzuführen. Obwohl jetzt am Wiesbadener Hauptbahnhof die S-Bahn immer noch zum Teil auch gut fahren, haben sich dann auch einzelne Pendler dort eingefunden, die sich ein bisschen überrascht gezeigt haben vom Streik. Ich denke, man kann so oft ankündigen, wie man will. Es gibt immer jemanden, der es dann nicht mitbekommt. Ich hatte es eben schon angekündigt, wir haben einen Gast hier auch bei unserem Livestream, Herr Jochen Koppel, hallo erstmal, hallo. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie doch gerade zwischen uns. Gerne. So. Findet gleich gegen 11, wahrscheinlich vielleicht etwas später, weil ja auch in Mainz eben der Demonstrationszug eben noch abläuft. Hier sammeln Sie sich gerade, es werden auch immer mehr Streikende, die hier auch mit den Bussen in der Rampenstraße ankommen. Ja, Herr Koppel, dann die Kundgebung. Was sind denn so vielleicht die Kernpunkte Ihres Streiks heute und warum ist das gerade so wichtig heute? Ja, also die Kernpunkte sind eigentlich, man kann einfach einen Kernpunkt erwähnen, das heißt Entlastung. Wir wollen ganz einfach, dass die Busfahrer entlastet werden, dass sie nicht permanent Überstunden fahren müssen, dass sie zum Beispiel auch die Wechselschichten und so weiter und so fort auch mal Wochenenden mal frei haben und nicht unbedingt fahren müssen. Also man kann das eigentlich, diese ganze Forderung, die wir stellen, unter den Bereich Entlastung laufen lassen. Entlastung ist ein ganz gutes Stichwort. Es gab ja jetzt, haben wir schon gesagt, letzte Zeit häufiger Protest heute. Wurde die Theodor-Heuss-Brücke blockiert? Warum hat man sich denn gerade dafür entschieden? Es ist ja so, dass wenn die Busse eben nicht fahren, Wiesbaden ist ja so, das hat keine Straßenbahn, hat einen Kopfbahnhof, wo die Anbindung auch etwas schwierig ist mit dem Regionalverkehr. Wiesbaden ist auf die Busse angewiesen. Also muss man dann, ist ja so der Umkehrschluss, man muss aufs Auto umsatteln. Jetzt nimmt man hier so eine Hauptpendlerstrecke. Warum hat man die Brücke genommen? Also es geht ganz einfach darum, dass natürlich die Gewerkschaftssekretäre oder die Verhandlungsführer auch miteinander reden. Und ich habe halt ganz gute Beziehungen zu den Kollegen aus Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland. Und wir haben gesagt, warum wollen wir nicht mal was zusammen machen, um mal richtig nach außen die Wirksamkeit zu zeigen.
Und dann sind wir also auf die Idee gekommen, diese Brücke zu bestreigen, sage ich ganz einfach mal. Und man muss ja auch so sehen, wir müssen ja auch publikumswirksam streiken. Also mit publikumswirksam meine ich, das muss auffallen. Wenn ich irgendwo durchs Industriegebiet laufe, kommt das keiner mit. Da kriegen zwar die Leute mit, dass die Busse nicht fahren, aber keiner merkt es. Natürlich wissen wir, dass genug Streik waren überall, dass genug die Leute unzufrieden waren oder die Bevölkerung, aber irgendwann fangen wir nun mal an und das hat halt jetzt auch gerade so, ich sage ganz einfach mal reingepasst, dass jetzt die DGDL gestreikt hat, aber das hat das eine ja mit dem anderen nichts zu tun. Eine gute Überleitung auf die Kollegin Zaschka. Genau. Ich meine, mein Kollege hat es eben schon kurz aufgegriffen, es ist ja jetzt nicht der erste Streik innerhalb. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, es gibt Leute, die natürlich hergehen und sagen, nicht schon wieder oder nicht schon wieder streiken. Es gibt aber Leute, die sagen, die aktuelle politische Lage ist halt nun mal so, dass da was gemacht werden muss. Und es waren viele heute Morgen auch da aus der Bevölkerung, die gesagt haben, sie finden das eigentlich ganz gut, auch dass wir die Brücke bestreiken. Da fällt wenigstens auf, hat eine Frau zu mir gesagt. Hat mich auch sehr gewundert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt macht einem das natürlich dann, motiviert einen das da weiterzumachen. Ja, dass es so kommt, ja, es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, nicht schon wieder und so weiter. Aber das ist halt nun mal so und wir müssen gucken, dass wir das gemeinsam lösen. Ja. Was halten Sie denn von dem Gedanken, dass es einen gemeinsamen Streiktag geben könnte? Also an dem eben nicht nur Verdi streikt, sondern vielleicht auch die GDL oder gestern war es ja auch am Flughafen so, dass gestreikt wurde. Dann müssen die Leute sich nicht jeden Tag auf einen anderen Streik einschließen. Ja, wenn Sie das machen, das ist ein Generalstreik. Und einen Generalstreik in Deutschland wie in Frankreich hinzubekommen, wird schwer, weil einfach viele sagen, ja, da kriegt ja gar keiner mit. Heute weiß jeder, dass der ÖPNV streikt. Ja, wenn Sie einen Generalstreik haben, streikt heute die Lufthansa, da streikt da, da wird da gestreikt, dann läuft das so unter vielen. Aber so heute weiß jeder, oh, Wiesbaden, von die Brücke nach Wiesbaden, Mainz ist gesperrt, aha, die Busfahrer sind das. Ja, und wenn Sie dann aber alle zusammen, bekommt das ja so gut gar keiner mit, weil keiner mehr weiß, wer streikt denn eigentlich. Ja. Und deswegen wollen wir das genau so machen, dass wir das heute mit der Brücke auch so machen. Okay. Wir sehen jetzt hier auch um uns herum immer mal grüne Fahnen von Fridays for Future, weil die sich mit Ihnen solidarisieren unter dem Motto, wir fahren zusammen. Tut das gut, gerade wenn es vielleicht jetzt auch an der einen oder anderen Stelle mal Leute gibt, die sehr kritisch sind, dass es jetzt schon wieder einen Streik gibt, dass man da diese große Protestbewegung hat, die Ihnen an der Seite steht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass die Kollegen, ich nenne sie immer Kollegen, von Fridays for Futures da sind und uns unterstützen. Genauso unterstützen wir sie auch, weil der Ansatz ist ja okay und ich betone nochmal und da lege ich großen Wert drauf, das sind keine Klimakleber, sondern es sind Leute, die einfach darauf hinweisen, hier, wir müssen da was tun und ich finde es richtig gut, dass die auch hier sind und ich werde sie auch unterstützen, auch bei der Aktion Wir fahren zusammen. Mhm, alles klar. Ja, nochmal vielleicht gleich zum Rahmenland. Herr Koppel, vielen Dank. Sie müssen jetzt auch gleich auf die Brücke. Weiter, ja. Genau, nochmal kurz zum Fahrplan, wie es jetzt weitergeht. Die Streikenden hier aus Hessen, die auch eben gerade aus Hanau unter anderem angekommen sind, werden jetzt gleich auf die Brücke laufen. Dort werden sie sich dann mit ihren Mainzer Kollegen, die dort noch den Protestmarsch durch die Innenstadt durchführen, treffen. Auf der Bühne, die genau auf der Landesgrenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz steht, wird dann, wie angesprochen, die Kundgebung stattfinden. Dort wird auch Stefanie Behle, die stellvertretende Bundesvorsitzende von Verdi, sprechen. Und dann nach ungefähr zweieinhalb Stunden wird sich die Versammlung dann auch auflösen. Es war ursprünglich angedacht, dass um 14.30 Uhr die Theodor-Heuss-Brücke wieder freigegeben wird. Im Moment zieht sich das noch so ein bisschen hin. Wir müssen abwarten, ob das dann auch genauso passt. Zumindest auf hessischer Seite ist es so, dass die Polizei, die dort auch am Kasteller Hochkreisel die Auffahrt zur Theodor-Heuss-Brücke eben gesperrt hat, die Sperrung relativ niederschwellig auch abbauen kann. Ja, wir berichten auf jeden Fall weiter von hier, auch gleich von der Brücke und bleiben Sie bei uns dran. Sie erhalten alle Infos rund um den Streik aus Rheinland-Pfalz und Hessen auf allen unseren Kanälen. Danke.